Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Horrorspiel. Wir schauen uns heute mal Irony of Nightmare an. Das ist ein Horrorgame, das 30 bis 60 Minuten geht, wo man viele Sachen rauskriegen muss in einem Haus und anscheinend hat es möglicherweise was mit Ostern zu tun. Würde ich mal sagen. Wirkt zumindest sehr nach Ostern. Spring einfach mal rein. Ich habe absolut sowas von überhaupt keine Ahnung, worum es hier geht. Ich weiß nur, irgendwas mit in einem Haus und Story rauskriegen und dauert circa 30 bis 40, 50, 60, 80 Minuten. I don't know. Wir spielen ein Spiel, gucken, wie es läuft. Anscheinend läuft es nicht gut, weil es hängt schon mal am Ladebildschirm fest. Nein, es hängt, oh. Okay, ist das ein Welcome to the Game-artiges Game oder was? Okay. Warum? Okay. Wie soll ich denn interact with keyboard? Was bringt mir das? Ich meine, es lädt halt nur, also. Ah, casual. Mutter. Was? Chat. Nick. Fuck you. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, was ich. Was ist mein Ziel? Was soll ich. Okay. Hallo? Tut mir leid, Nick. Habe ich jetzt wirklich eher nicht so gemeint, muss ich sagen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Oh Gott, ey. Goddammit. Kann ich nichts machen. Kann ich aufmachen. Okay, es ist unglaublich dunkel. Oh. Wie schön. Diese scheiß Balken oben und unten machen es aus irgendeinem Grund wesentlich gruseliger. Das macht alles ein bisschen cineastischer. Und das gefällt mir gut und gleichzeitig nicht gut, weil ich spielen muss. Ich kann nichts machen. Ah, hier ist ein Schlüssel. Okay. Ich weiß nicht, ob es irgendwie zeitbasiert ist oder so. Aber anscheinend ist es nicht so leicht durchzuspielen. Und je nachdem, wie viele Sachen man rauskriegt, wird die Story auch anders. Zumindest war es die Beschreibung auf Steam. Ist gerade geöffnet? Mit dem Schlüssel? Fucking Herz, Alter. Ja, Mann. Okay, klar. Was denn auch sonst, ne? Wo? Okay. Okay, was ist hier drin? Oh mein Gott! What the fuck? Hi. Willst du nicht vielleicht irgendwas hier mitnehmen, was eine Waffe sein könnte? Das könnte dir ungemein helfen. Ich weiß nicht, wie smart das ist jetzt. Ich habe einen neuen Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen kann. Ich kann damit nicht rausgehen, also nicht das Haus verlassen. Hab ich gerade probiert. Hier vielleicht. Nein. Out. What?
fröhliche Weihnachten. Du verbringst wohl Zeit mit deinem Computer. Okay, ich habe hier eine Notiz hingelegt und du hast nicht mal mitbekommen. Okay, wir haben den... Oh, vielleicht hätte ich mir das vorher anschauen sollen. Fuck. Okay, du musst dich beeilen. Willst du hier rauskommen? Yes. Du hast eine Chance. Wenn du alles tust, was ich sage, dann kannst du vielleicht abhauen. Wenn nicht, dann wirst du mit deinem neuen Freund bleiben. Ja. Okay, das ist cool gemacht. Ich werde die nächste Tür öffnen. Okay. Das ist cool. Okay, ich muss zum Spielzeughaus dann Schlüssel nehmen und dann abhauen. Und ich darf mich nicht umdrehen. Okay. Wo muss ich hin? Mach die fucking Tür auf, du... Dankeschön. Wir können ja nicht rein. Dankeschön. Oh, Blut. Wie toll. Was mache ich denn jetzt? Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Gott. Run, nicht run, okay? Wie du meinst, Kumpel. Wofür ist denn der Schlüssel jetzt da? Ah! Wie soll ich denn jetzt? Wo soll ich? Ich glaube nicht, dass ich an dir vorbei kann. Okay. Ich schätze, ich habe überlebt. I don't know. Frohe Weihnachten. Ich gehe dann jetzt wieder rein. What the fuck? Hey! Dammit. Vorher? Er ist abgehauen, aber du wirst es nicht. Du wirst es für immer spielen, Nick. Aber das war das Ende. Aber, what? Bin ich jetzt gestorben oder habe ich es geschafft? Ist ja genau da, wo wir letztes Mal waren. Okay, ich glaube, wir haben... Ich glaube, das war's. Oder? Wait, wieso kann ich jetzt hier rein? Direkt?
Kann ich einfach direkt abhauen? Mal auf. Ich meine, wo ist denn die Tür? Hier. Fucking Speedrun. Jetzt hält der Typ da drin, ich weiß. Gleich kommt der Jumpscare. Jumpscare. Gruselig, gruselig und so. Jetzt mach ich einfach die Tür auf. Da ist der Typ wieder. Und ich gehe jetzt wieder raus. Ich kann die Tür. Fuck nicht. Alter! Das ist total komisch. Wenn ich einmal aufhöre, die Tür aufzumachen, mittendrin, muss ich andersrum aus, wenn ich hier lang laufe. Bin ich hier vielleicht safe? Scheint nicht, Sommer. Kann scheint genau das gleiche sein. Backstab, Alter, komm. Fuck you. Fuck you, was willst du machen? Hello. Jetzt wird wieder der Kreis kommen, bin ich wieder tot, oder? Okay, ich schätze mal, es würde vielleicht ein anderes Ende geben, wenn man sich absolut alles hier drin anschaut. Aber fuck that. Dafür ist mir das ein bisschen zu trashig. Aber jetzt habe ich einen Erfolg bekommen für schlechte Ende. Aber es ist ein Ende. Es ist ein Ende und damit kann ich mich... Okay, das ist cool. Ich kann nicht ins Menü. Weil ich ja für immer spielen muss. Got it. Ja, okay. Cooler Twist. Ah, ist halt nicht super gut. Ja, so mittelmäßig gut. Mittelmäßig gut. Und schätze, damit werden wir uns zufrieden geben müssen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das gute Ende jetzt auch nicht so viel spannender ist. Wahrscheinlich sammelt man einfach alles ein, als was man irgendwie finden muss. Und dann sagt er dir halt ganz am Ende, du bist doch entkommen. Du hast es geschafft, ihn zu besiegen. Und dann ist das gute Ende. Okay. Das war Irony of Nightmares, hieß es, glaube ich. Und würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr es bis hierhin gesehen habt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.